als Freiwilliger bei der Bundeswehr. Die eigenen Grenzen erfahren, Kameradschaft erleben. Ich bin Soldat geworden, weil ich wissen möchte, ob ich den Belastungen standhalte. Ich heiße Thomas Flertmann, bin 22 Jahre alt, bin freiwilliger Wehrdienstleistender bei der Bundeswehr. Mal gucken, was da kommt. Worauf schießen Sie denn? Munition! Generell rauer Ton gehört einfach dazu. Generell, wenn ab und zu mal einer aus dem Zug querschlägt, dann muss er einfach wissen, muss einfach in die Schranken gewiesen werden. Im wirklichen Einsatz hängt das Leben eines Kameraden davon ab. Und wenn da der andere nicht funktioniert, ist vorbei. Es hat eine Art Indianerromantik. Ja, es macht dann nur demjenigen Spaß, der naturbezogen ist, sagen wir es mal so. Bei Bundeswehr ist man zumindest in der Grundausbildung wirklich oft draußen. Ja, ich persönlich habe vor den Frauen, also vor den Mädels hier in unserer Truppe wirklich größten Respekt. Als Frau in der Voraussetzung, mit der Prämisse überwiegend unter Jungs. Wenn ich ein Mädchen wäre, ich würde mir da Gedanken drüber machen, ob ich das durchziehen würde. Also die Mädels, Hut ab. Also ich denke mal, die Ausbildung an der Waffe, die wird mir, also hoffe ich und denke ich, im späteren Leben noch viel bringen. Eventuell würde ich die Polizei ansteuern. Was mich jetzt hier, das Thema Bundeswehr betrifft, habe ich bis jetzt nur eine schlichtweg positive Ansicht davon. Es macht wirklich Spaß, es ist einfach ein Zusammenleben, man nimmt auf den anderen Rücksicht, man unterhält sich miteinander, es ist einfach herrlich, macht einfach Spaß.